Vor 6 Tagen hat VW Deutschland mit einer Meldung geschockt, wie man sie eigentlich nicht erwarten konnte. Naja, zumindest diejenigen, die noch in ihrer woken, bunten Bubble unterwegs sind und diejenigen, die sich schon länger mit Zahlen, Daten, Fakten befassen, haben gesagt, ja, ist heftig, aber war zu erwarten. Mehr als 20.000 Stellen sollen allein bei VW abgebaut werden. Mittlerweile haben auch einige Analysten jetzt mal herausgearbeitet, wie viele Stellen eigentlich dieses Jahr bereits abgebaut wurden, beziehungsweise noch abgebaut werden. Und vor allem, wie heftig der Schock auch für die Zulieferer von Volkswagen am Ende sein könnte. Das bedeutet, im schlimmsten Fall sprechen wir über einen Arbeitsmarkt-Umbau von mehr als 1 Million Menschen, die es sogar vielleicht im nächsten Jahr treffen könnte. Wir schauen uns das an und vor allem auch, was dann die Steuersubventionen als auch natürlich Erleichterungen für E-Mobilität am Ende wirklich bewirken. Das schauen wir uns an. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, müsste es, glaube ich, gerade sogar wirklich 6 Tage fast her sein. War ca. 16 Uhr, als ich das Video damals aufgenommen habe, am vergangenen Montag. Und ja, das ging wie Eilmeldungen durch Deutschland durch. VW-Chef Blume hat angekündigt, mehr als 20.000 Arbeitsplätze in Deutschland zu reduzieren. Denn in mehreren Interviews, die er seitdem gegeben hat, wird er immer deutlicher. Ein Zitat von ihm ist zum Beispiel hier, der Kuchen ist kleiner geworden und wir haben mehr Gäste am Tisch. Und weiter heißt es von ihm, so ernst, dass man nicht einfach alles weiterlaufen lassen kann wie bisher. Das sagt er zum Beispiel der Bild am Sonntag in mehreren Interviews. In Europa werden weniger Fahrzeuge gekauft, gleichzeitig drängen neue Wettbewerber aus Asien mit Wucht in den Markt. Der Kuchen ist kleiner geworden und wir haben mehr Gäste am Tisch. Es ist durchaus so, was viele Experten und vor allem auch ich schon gesagt habe, es ist schon krass, wie man hier im Grunde eigentlich mittlerweile fast blind zusieht im Großen und Ganzen, während hier aus dem Ausland, vor allem natürlich aus China, die im Grunde günstigen Produzenten in den europäischen Markt eindringen. Mehrere Werke in Bulgarien, die gerade von BYD und anderen, ich glaube NIO ist es noch und weitere, die hier am Ende die ja ganz einfach Werke hochziehen. Und die relativ günstige E-Autos anbieten. Da zum Beispiel auch mal ein kurzer Einschieb, warum zum Beispiel einige Experten, wie auch zum Beispiel Herr Dudenhöfer, als auch Frau Grimm, sich gegen eine Subvention von E-Autos ausspricht, ist, davon würden auch nur chinesische Autobauer profitieren. Weil zum Beispiel wir Deutschen ja aufgrund der Kostenstruktur, die übrigens auch steuer- und sozialpolitisch vorhanden ist, hier einfach viel zu, ja, oder viel zu unkonkurrenzfähig sind, also nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil wir einen enormen Anteil an Lohnnebenkosten haben, zum Beispiel Arbeitgeberanteile, als auch die komplette Steuerbelastung, dann natürlich, wie gesagt, die Sozialabgaben und. Wo ja auch jetzt Karl Lauterbach erst wieder in meinem Freitag angekündigt hat, dass hier durchaus das Geld immer knapper wird. 2,2 Milliarden bei Krankenkassen, ein Defizit in diesem Jahr, im ersten Halbjahr bisher erreicht. Ein Kahlschlag soll es aber in Deutschland nicht geben. Da hat hier im Grunde VW-Chef Blume jetzt wieder zurückgerudert. Man will weiterhin natürlich hier in Deutschland darauf festhalten. Hier gibt es zum Beispiel mal eine kurze Analyse auch entsprechend von NTV zu den gesamten Werken, wie viele es hier sind. Wie gesagt, einige davon sind hier durchaus in der Debatte. Es soll ja auch am Stammwerk was passieren. Aber primär natürlich Zwickau ist ja eh schon so in der Diskussion gewesen, weil hier, wie gesagt, eigentlich hauptsächlich E-Autos produziert werden, als auch Emden und Salzgitter wurden jetzt schon hoch gehandelt. Wie gesagt, am Ende kommt es immer natürlich darauf an, welche Entscheidung hier getroffen wird. Aber ganz klar ist jetzt auch hier zum Beispiel die aktuelle Entwicklung im E-Automarkt. Wir gehen jetzt kurz hier vorab in ein paar Statistiken rein und dann gehen wir nochmal auf die extremen Auswirkungen. Ich werde jetzt einmal so wie so eine PowerPoint einmal plus durchsliden lassen, um mal zeigen, wie hier entsprechend natürlich die Situation ist. Anzahl der Elektroautos in Deutschland, also das ist jetzt die Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge laut KBA hier in Deutschland, wir bis Stand Juli, das sind insgesamt 1,5 Millionen. Weiter hier, wie gesagt, Anteil der Elektroautos am Bestand der Personenkraftwagen von 2014 bis 2024. Hier sieht man im Grunde BEV und PEV, die im Grunde hier einen Unterschied machen. Also man sieht schon, also die Vollstromer sind hier immer noch mit 2,9% am höchsten. Dann kommen die im Grunde Hybriden. Weiter geht es hier zum Beispiel auch
die Neuzulassungen bzw. die Prognosen allein in Deutschland. Hier wird man wahrscheinlich jetzt einen Knick haben, denn diese 1,6 Millionen werden wir wahrscheinlich nicht so erreichen, wie es die Prognosen auch hier von Klebeberg, Autoteil und dem KBA hergeben. Weiter auch hier, welche Marken hier durchaus jetzt allein in Deutschland jetzt am meisten vertreten sind. Aktuell ist es hier noch VW und Tesla, haben hier die Spitze, beziehungsweise Renault ja auch auf dem Platz 3. Aber das ist im Grunde auch hier nur Deutschland, denn jetzt gleich, genau, richtig hier, Elektroautos Neuzulassung, da habe ich nochmal aus in die gleiche rein, aber zum Beispiel hier in den einzelnen Ländern, wenn man sich das hier anschaut, auch in anderen Ländern geht das durchaus weiter hier, hellblau ist 23, dunkelblau ist ja schwarz, für die einen oder anderen hier ist dann entsprechend, sag ich mal, 24 und hier haben wir schon diesen Einbruch, der hier war. Und jetzt gehen wir aber mal in den internationalen Bereich und das wird richtig heftig, auch wenn, wie gesagt, jeder soll fahren, was er will. Aber die Daten, Zahlen, Fakten vor allem hier sind wirklich heftig mit der IEA-Prognose und die aktuellen Fahrzeuge, ca. 41 Millionen, die es jetzt hier gibt. Und wie gesagt, wir haben nur ein paar Hunderttausend im letzten Jahr dazu gewonnen. Man sieht aber, wie der internationale Markt hier weiter Fahrt aufnimmt. Hier größten weltweiten Erfolgsflotten im Jahr 2020, 2030. Hier rechnet man aktuell mit 116 Millionen Stück. Spannend auch, welche Länder sich wie entwickeln. Und hier sieht man China. Auch das größte Problem für VW zum Beispiel hier an der Stelle ist hier China. Und die werden definitiv weiter Gas geben, weil die komplett umstellen müssen, ja auch wegen dem Smog. Das ist nur die Prognose. Und hier jetzt Batterieelektroautos, hier wie man auch schon sieht, die Millionen, die hier im Grunde außerhalb, sage ich mal, Deutschland sind, da sprechen wir über einen Markt, den VW einfach bis zu einem gewissen Punkt erschließen muss, aber hier nicht mehr an der Stelle im Inland bekommt. Hier ist es zum Beispiel so, habe ich zum Beispiel ein Interview, ich weiß nicht mehr, mit wem das war jetzt, ich dachte, das ist falsch, weil es mehrere Interviews da, und zwar an der Stelle, hier geht es um den Absturz in China, technisch schwach, die Kosten außer Kontrolle, das schreibt die Wirtschaftswoche, und hier gibt es dann auch noch folgendes Zitat, was mit Blick darauf wirklich krass ist, und zwar 2024 ist ein Übergangsjahr, 2025 geht es wieder aufwärts, neue Modelle, neuer Schwung, das ist die offizielle Version. Doch insgeheim haben Manager 2025 schon zum zweiten Übergangsjahr deklariert, einer, der am Dienstag aus dem Krisentreffen kam, klagte, der Ausblick auf das nächste Jahr ist gruselig. Ja, das ist die Ansage hier, auch aus den entsprechenden Besprechungen hier von zum Beispiel der VW-Führungsebene. Wie gesagt, der Name direkt hier ist nicht bekannt, aber wie gesagt, das sind auch hier Interviews zum Beispiel von der Wirtschaftswoche. Was auch relativ krass ist, ist folgende Aussage, und zwar hier mit Ökonomen, die sich gerade in der Arbeitsmarktanalyse bewegen. Der deutsche Arbeitsmarkt stirbt. Titelt hier die Berliner Zeitung, und zwar folgende Aussage, der Stellenabbau in der Industrie hat massiv zugenommen. Und zwar heißt es hier, sie warnen, dass sich hinter den Zahlen ein Rückgang an hochqualifizierten und gut bezahlten Arbeitsplätzen im verarbeiteten Gewerbe verbirgt und den Industriegiganten weitere Probleme bevorstehen, da sie mit hohen Energiepreisen, schwachen Exporten und dem technologischen Wandel zu kämpfen haben. Der einst so blühende Arbeitsmarkt des Landes leider unter dem Tod tausender Schritte. Zitiert hier Financial Times dazu den Volkswirt der niederländischen Bank ING, Dieber Carsten Bresky. Und ja, das ist was ich euch schon gesagt habe, weil ich habe es ja schon erzählt, dass ich oftmals auch schon mit SPD-Lern, Grünen oder Linken diskutiert habe, also auch Politikern im Grunde an der Stelle. Und wenn du da jetzt sagst, sei es kommunal, bundesweit oder Landtag oder sonstiges, die erzählen jemanden, ja Gott, das Märchen mit dem Mindestlohn, das wurde uns doch auch schon damals erzählt. Ach ja, und diese Bürokratie. Ach, und dann haben sie gesagt, dass sie weggehen, hier und so und da. Das Problem ist, es sind die tausend kleinen Schritte. Das ist auch das, warum zum Beispiel Unternehmensgründung in Deutschland für viele so uninteressant und vor allem unwirtschaftlich geworden ist, weil das Horst Lüning, ein Video sehr spannend gemacht, ich werde es euch auch unten dann verlinken, heißt im Grunde, warum Deutschland wirklich versagt, Geschichte, Hintergründe, verlinke ich euch auch unten, weil ich das Video wirklich gut finde. Da geht es zum Beispiel auch um den Punkt, wo man sagt, naja, wenn du ein Großkonzern bist und du stellst eine Person ein, um zum Beispiel eine bürokratische Aufgabe durchzuführen, das heißt zum Beispiel DSGVO, was ich euch schon gesagt habe, das kostet uns im Jahr ungefähr an die 30.000 bis 40.000 Euro über alle Unternehmen. Jetzt haben wir 50 Mitarbeiter, Verhältnis 1 zu 50, roundabout, wie gesagt, ist jetzt eine ganz grob geschätzte Zahl an der Stelle, nur damit man sich das Verhältnis sieht. Wenn jetzt aber eine Vollzeitkraft bei einem Konzern macht, dann ist das 1 zu 100.000 oder 1 zu 10.000, wo du sagst, das sind ganz andere Dimensionen. Das heißt vor allem deswegen kleine Unternehmen hier durchaus massiv benachteiligt. Aber kommen wir zu dem Punkt, und das finde ich jetzt richtig heftig,
Und zwar heißt es hier von der Bild, die VW-Krise trifft die ganze Republik. Und zwar wurde an der Stelle mal eine Analyse aller im Grunde Zulieferer durchgeführt. Das ist jetzt so eine Auswahl, aber nur mal so, wie hier zum Beispiel, welche betroffen wären. Aktuell heißt es hier Bär, Heller, Thermocontrol, BHTC, Heller GmbH und Co. KG, Continental in Hannover wäre betreffen, Brose Fahrzeugteile GmbH und Co. KG, Ellring Klinger AG, Entschuldigung, Sprachfehler, Leoni, Mahle, Knorr Bremse, Schaeffler, Webasto, ZF Friedrichshain, Hafen natürlich, Evers Pächter, Bosch, Rheinmetall, Automotiv AG und ThyssenKrupp mit den entsprechenden Standorten wurden aufgebaut und noch eine krassere Analyse ist aber jetzt an der Stelle hier noch, wo natürlich dann auch sich die Insolvenzen bzw. die Arbeitsplätze, die jetzt abgebaut werden, hier befinden. Ich kann euch leider, wie gesagt, das nicht zeigen, die gesamte Karte, bloß das sind einige Insolvenzen, Personalabbauthemen dabei, von denen ich nicht mal was mitbekommen habe, weil das irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Also zum Beispiel hier, nur mal so, bei den Unternehmen. Wir fangen mal hier bei dem mit dem größten Feld an. GVG Glasfaser baut von 450 Stellen 110 ab. Die Meierwerft hier in Pappenburg aktuell von 3.800 440. Das sind überall 10% des Personalbestands wird hier abgebaut. Renault zum Beispiel baut in Wedemark hier von 1.100 Stellen 980 ab. Dann Continental ist auch mit dabei, bloß mit 1.200. Lila Becker zum Beispiel, Neubrandenburg, da sind auch kleine dabei, baut zum Beispiel von 1600 Stellen hier 900 ab. Dann, was haben wir noch? Gary Weber zum Beispiel von 2145 Stellen 425. Miele ist ja bekannt, 1300 Stellen. Evonik 1500. Vodafone 2000. Henkel 300, wie gesagt, sind so ein bisschen kleinere mit Pico und Kloppenburg, Weiland. Bayer baut hier ca. 3% Personalstamm allein in Leverkusen ab. Ford baut 4.600 von 200.000 Mitarbeitern ab, also von 177.000. Deutsche Bahn baut auch 10% ab mit 30.000 hier in Frankfurt am Main. Die Deutsche Bahn ca. 4%, was abgebaut wird. BASF ist ja bekannt. Dann haben wir SAP, Michelin, Klingel, Bosch, ZF Friedrichshain mit den 14.000, das wäre ja auch nochmal so ein Schock. Infineon, Rodenstock zum Beispiel baut auch 50% ab. Und das ist was ich euch schon vor ein paar Wochen gesagt habe. VW ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, weil die jetzt in Deutschland knapp hier 20%, also mehr als 20% sogar laut einigen Medienberichten hier abbauen. Das Problem ist aber, wie ich euch gesagt habe, wir schlittern in Deutschland gerade hier auf eine Wirtschaftskrise zu, die hausgemacht ist. Ja, das ist auch was. Wir haben zu viel Bürokratie, zu hohe Steuern, zu viel Investments und, sag ich mal, konsumtive Ausgaben in unserem Staatshaushalt, die gerade dazu führen, dass das gesamte System kippt. Ja, und dementsprechend ist es schon hier so, dass natürlich jetzt der Punkt ist, wo ich mir gesagt habe, wir segeln im Grunde, wenn wir jetzt beim Schiff-Thema bleiben, haben wir Meierwerft auch, die haben die Schotten nicht dicht gemacht. Du segelst zu, weißt vor dir ist ein Sturm. Also, was machst du? Alle Luken dicht, alle unter Deck oder dahin, wo es einmal an der Stelle im Boot man sicher ist. Natürlich alles dicht machen und sagen, okay, jetzt schauen wir, dass wir entweder durchkommen, weil das Problem ist, wir können nicht links und rechts weg. Weil diese Unternehmen haben nur entweder die Möglichkeit, sie bauen komplett ab. Das wollen wir nicht. Das heißt, wie zum Beispiel Stihl, die jetzt ins Ausland gehen, in die Schweiz. Das wäre natürlich für die eine oder andere Alternative. Einige wollen das nicht. Also, was machen sie? Sie schmeißen gerade Personal raus, was nicht wirklich notwendig ist. Und dementsprechend, wenn man sich das anschaut, diese gesamten Analysen, wie gesagt, vom Bild, von einigen Ökonomen, Wirtschaftswoche, NTV und sonstiges, dann sprechen wir hier jetzt nur von den direkten abgebauten Stellen, die offiziell bekannt sind, allein schon hier, sag ich mal, um eine 500.000 Menschen. Wenn man jetzt noch die Zulieferer, die dann direkt betroffen sind, dazu nimmt, dann ist das wirklich schon mal eine Hausnummer und man sagt, das kann sich wirklich hier mehrere Millionen ganz einfach drehen. Und eins muss ich noch sagen, weil ich da ganz klar immer wieder sagen muss, liebe Linke, ihr solltet auch vorsichtig sein, zum Beispiel hier, wer war das? Die Linken-Chefin Janine Wissler beschwert sich ja gerade, dass im Jahr 2023 enorme Ausschüttungen von Volkswagen an Dividende erfolgt sind. Ja, liebe Janine Wissler, diese Dividende ist im Grunde der Risikoeinsatz für das Kapital, was bereitgestellt worden ist und für im Grunde das Halten der entsprechenden Anteile. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Würde ein linken Politiker auch jetzt den VW-Mitarbeitern, weil ich denke, das wäre sicherlich ein cooler Deal, dass man sagt, okay, die CEOs und die Aktionäre zahlen einen Teil ihrer im Grunde Risikoprämie und ihres Gehalts oder ihrer Ausschüttung zurück
wieso dann nicht auch die Mitarbeiter? Warum setzt man sich dann natürlich nicht dafür ein? Und übrigens ist es ja auch relativ leicht möglich. Denn es gibt ja zum Beispiel bei einigen Unternehmen, ich weiß nicht direkt, habe ich nicht davor recherchiert, ob es bei VW auch zum Beispiel Mitarbeiteraktien gibt. Also ich weiß zum Beispiel, andere Konzerne bieten das an. Naja, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen blöd, weil auch einige Mitarbeiter, die im Streubesitz mit dabei sind, müssten dann die Dividende zurückzahlen. Das wäre durchaus mal auch was, wo man sagt, das sollte man vorsichtig sein, wie man hier im Grunde ganz einfach argumentiert. Denn natürlich, wie gesagt, einige Mitarbeiter halten auch Aktien. Und das sind die, die mit am schlauesten sind, weil sie ganz klar zum Beispiel sagen, ich vertraue dem Unternehmen, wie gesagt, tendenziell Dividenden bei 100 Euro. Für aktuell, ich glaube, was sind es bei 8% oder sowas, ist eine gute Verzinsung. Vor allem, wenn man davon ausgeht, wie gesagt, ich habe selber jetzt erst letzte Woche, wie gesagt, keine Empfehlung, aber eine Spekulation aufgemacht, bloß mit 500 Euro, auf VW gesetzt, müsste ich mal nachschauen, wie es steht. Aber ich glaube, es war schon 1% plus oder sowas. Kann man auch mal machen. Aber ganz klar ist, aktuell bedeutet es, und das sage ich auch jedem unserer Mandanten, die Mitarbeiter haben, identifiziert wirklich jetzt aus unternehmensberaterischer Sicht, welche Mitarbeiter sind wirklich an der Stelle notwendig, welche kann man sich eventuell sogar sparen, weil man im Grunde sagt, okay, hier hat man vielleicht, was weiß ich, Mitarbeiter, die sich schlecht verhalten und sonstiges. Und da kann man immer abbauen, denn jetzt heißt es wirklich, alle Schotten dicht machen. Und dann wird es aber auch dazu führen, dass die einzige Zahl, die jetzt noch nach oben geht, die Arbeitslosenzahl sein wird. Auch wenn natürlich mehr Stunden geleistet worden sind als bisher. Und ich finde es fragwürdig, jetzt seitens der IG Metall reinzugehen mit 4-Tage-Woche, weil sogar die Experten sagen, das löst das Problem von VW auch nicht. Denn am Ende führt es nur dazu, dass wir in der Wettbewerbsfähigkeit immer weiter absinken. Und da merkt man auch, dass Gewerkschaften mittlerweile einen Selbstzweck verfolgen. Denn wenn, was passiert, wenn die entsprechend natürlich, hier sag ich mal, Gehälter steigen, die Mitgliedsbeiträge steigen, mehr Gehälter am Ende wieder für die Gewerkschaftsbosse, die ja sowieso komplett wie Frau Brenner von Rot unterwandert sind. Da kann man am Ende wieder sagen, bleibt man dabei, dann sagt, auch Gewerkschaften sollten mal ein bisschen wieder ökonomisch denken, denn es bringt auch nichts, wenn am Ende 20.000 Mitglieder weg sind, weil sie keine Jobs mehr haben. Und deswegen fand ich es auch ganz spannend, hier einige Kommentare zu den VW-Videos, wo es noch hieß, wenn das so weitergeht mit VW, dann verhandelt die Gewerkschaft irgendwann über eine Null-Tage-Woche mit 100% Gehaltsverzicht. Denn das könnte auch ein Thema werden.